Der digitale Euro wird eine limitierte Kontrolle ausüben. Er wird dich kontrollieren. Das ist richtig, komplett richtig. Und diese hochbrisante Aussage stammt nicht von mir und auch definitiv nicht von einem angeblichen Spinner oder irgendeinem Verschwörungstheoretiker, sondern von niemand anderem als der derzeitigen EZB-Präsidentin Christine Lagarde und das höchstpersönlich. Und zwar rutschte ihr diese Wahrheit, ja, und das ist die Wahrheit, also so zumindest hat sie es in einem Prank-Interview mit einem falschen oder mit einem falschen Ukraine-Präsident Zelensky heraus gesagt. Und das sieht man einfach mal, in welchen Kreisen der Finanzelite und auch in der Politik geredet wird, während die Normalbürger in Sicherheit gewogen werden und, man muss es ganz klar so sagen, glatt belogen werden. Und wenn ihr wissen wollt, was für brisante Informationen über den geplanten digitalen Euro Lagarde sonst noch während dieses Interviews preisgegeben hat, dann bleibt unbedingt dran. Und was sich hier sonst auch international in Sachen digitaler Zentralbankwährungen tut, dann solltet ihr, wie gesagt, hier unbedingt das Video bis zum Schluss schauen. Und ich werde euch im heutigen Video einen Weg aufzeigen, wie ihr euch finanziell auf die mögliche Einführung, oder meiner Meinung nach wird der digitale Euro kommen, es ist nur eine Frage der Zeit, und natürlich auch hier damit weiteren Verwerfungen im Finanzsystem vorbereiten könnt. Und wenn du regelmäßig über aktuelle Entwicklungen rund um Finanzen und Wirtschaft erfahren möchtest, dann abonniere gern meinen YouTube-Kanal Daniel Sauer. Hier geht es um sichere und rentable Geldanlagen in Zeiten wie diesen. Und damit verpasst du definitiv kein neues Video mehr. Und vorab schon mal danke für deine Unterstützung. Ja, und leite auch diese ganz wichtige Aussage an deine Freunde und Bekannte weiter, die vielleicht noch denken, es ist alles super und das ist alles ein dummes Geschwätz. Dem ist leider, leider nicht so. Nach einem ganz kurzen Intro geht es wie immer los. Ja, die letzte Zeit ist es ruhig geworden in den Mainstream-Medien zwecks digitalem Euro, beziehungsweise auf Englisch kurz gesagt CBDC. Und ich muss sagen, es ist auch generell noch nicht so viel in den Medien davon zu hören oder zu lesen. Und aber im Hintergrund läuft dieses Vorhaben definitiv, muss ich sagen, auf Hochtouren. Und daher ist es natürlich hier hochinteressant, was die EZB-Chefin Lagarde so alles sagt, wenn sie vermeintlich meint, sie spreche mit einem weiteren Vertreter der angeblichen Elite, wie in diesem Fall mit dem gefakten ukrainischen Präsidenten Zelensky. Also interessant, dass hier auch, wie gesagt, nicht geprüft wird, wer da letztendlich Interviewanfragen gibt, ob das wirklich auch der richtige Präsident ist. Aber das mal einfach nebenbei gesagt. Und es ist sehr, sehr interessant, was das so alles rauskommt. Und darum geht's jetzt in diesem kurzen Video. Ja, nochmals die entscheidende wortwörtliche Aussage der EZB-Repräsentantin zum Thema Kontrolle. Ich zitiere: Der digitale Euro wird eine limitierte Kontrolle ausüben. Er wird dich kontrollieren. Das ist richtig, komplett richtig. Genau so hat sie das gesagt. Und man kann es, denke ich, nicht oft genug wiederholen, denn entgegen aller Verlautbarungen und Versprechungen für uns Normalbürger ist der digitale Euro von vornherein als ein Kontroll- und Überwachungsinstrument geplant. Und das sollte jetzt wirklich allerspätestens jedem klar werden. Lediglich für kleinere Beträge von einigen hundert Euro solle ein Mechanismus ohne Kontrolle in das System implementiert werden. Allerdings hält Lagarde selbst dies für gefährlich, da frühere terroristische Angriffe oft mit kleinen Beträgen von anonymen Kreditkarten aus finanziert worden seien. Ja? Und wie sich diese Aussagen doch wieder perfekt
In den Begründungen des EU-Parlaments, welches die Obergrenze für Bargeldzahlungen EU-weit mittlerweile auf 7.000 Euro reduzieren will, decken nämlich Geldwäsche und ja letztendlich Terrorismusfinanzierung, ist sicher mal wieder nur natürlich reiner Zufall. Und dass es dabei keineswegs bleiben wird, das verrät ja Lagarde auch natürlich dem Präsidenten Zelensky. Lagarde kündigte klipp und klar eine 1.000-Euro-Schwelle für Bargeldzahlungen an. Ich zitiere, sobald Europäer mehr als 1.000 Euro in Cash ausgeben, bewegen sie sich auf einem grauen Markt und riskieren dabei eine Gefängnisstrafe. Man kann es nicht für möglich halten. Ich verlinke euch auch nochmal unten das Video in der Beschreibung. Schaut euch das Ganze ja direkt nochmal an. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Stellt euch vor, ihr kauft zum Beispiel Schmuck für beispielsweise 1.500 Euro und wollt dabei ein wenig Privatsphäre und Anonymität wahren, dann seid ihr nach dem Willen von Lagarde demnächst potenzielle Straftäter. Unfassbar, aber es zeigt, wie gefährlich die derzeitigen Entwicklungen in Bezug auf Überwachung und Gängelung von uns Bürgern schon jetzt sind. Denn eine Bargeldobergrenze von nur 1.000 Euro, wie sie sagt, ist im Prinzip auch schon ohne rein digitale Zentralbankwährungen denkbar. Natürlich haben wir das noch nicht in Deutschland, aber EU-weit, es gibt schon Länder, da gibt es diese 1.000-Euro-Obergrenze. Aber nur durch ein rein digitales Geld, und das ist entscheidend, ist die totale Kontrolle von uns Bürgern durch die Regierungen in Bezug auf wirklich alles, was wir kaufen wollen, möglich. Und das ist genau das, was Lagarde hier in diesem Interview ankündigt. Ja, die komplette Kontrolle ist nur möglich, wenn das rein digitale Geld vollständig programmierbar ist. Unglaublich. Und das bedeutet, dass Zentralbanken mit CBDCs direkten Einblick in die Identitäten der Transaktionsparteien haben und dabei auch jede Transaktion von der Wiege zur Bare sehen und natürlich auch blockieren können. Offiziell natürlich wieder einmal nur natürlich zum Besten gegen Geldwäsche und Finanzierung von Kriminalität und Terrorismus. Ein CBDC kann nämlich nur so programmiert werden, dass es nur bei bestimmten Händlern oder Dienstleistern zu bestimmten Zeiten und von bestimmten Personen ausgegeben werden kann. So könnte beispielsweise ein digitaler Euro auch im Rahmen von sogenannten Klimaschutzmaßnahmen genutzt werden, um das Einkaufsverhalten der Menschen zum Beispiel im Hinblick auf Treibstoff oder Lebensmittel zu steuern. Und laut dem für Forbes schreibenden Autor Norbert Michel könnten die Programmierungsmöglichkeiten eines CBDCs auch dazu führen, dass bestimmten Menschen der Kauf bestimmter Waren untersagt wird oder dass sie nur eine ganz begrenzte Menge kaufen können. Beispielsweise könnten die entsprechenden Entscheidungsträger versuchen, den Alkoholkonsum einzudämmen oder eine bestimmte Person zu politisch unkorrektem Verhalten, definitiv auch hier zu bestrafen. Ein Schelm, der Böses denkt. Macht euch aber hier eigene Gedanken. Und auch die Investition in bestimmte Anlageklassen, wie zum Beispiel Gold, dem natürlichen Feind jedes ungedeckten Fiat-Währungssystems oder Kryptowährungen, könnte untersagt werden. Denn laut Lagarde richtet sich der digitale Euro explizit auch gegen privat ausgegebene Währungen. Willkommen, kann ich hier nur sagen, in einer Art von Sozialkreditsystem, eingeführt über die neuen digitalen Zentralbankwährungen. Ja, es ist wirklich unglaublich. Und über den Einführungszeitpunkt des digitalen Euros verriet Lagarde im Übrigen, dass die EZB schon im Oktober 2023, also noch in diesem Jahr, eine Entscheidung darüber treffen werde, wie die CBDC-Implementierung aussehen werde. Und zwar wird dann noch nicht sofort das jetzige System abgelöst werden können, aber eine langsam schrittweise Einführung des digitalen Euros zunächst als Ergänzung des jetzigen Euros, des Papier-Euros, samt Bargeld wird in absehbarer Zeit starten. Und hier wird sich natürlich der Salamitaktik bedient. Es wird nicht jetzt ein Startziel
Zeitpunkt kommen, ja, wo der digitale Euro komplett dann eingeführt wird, sondern es wird irgendwo gesagt, nein, wir wollen natürlich nicht das Bargeld abschaffen, das ist überhaupt nicht das Ziel. Es wird immer weiter die Bargeldobergrenze abgesenkt und irgendwann sind wir in Bagatellbereichen, 100 Euro beispielsweise, und du gehst einkaufen, ja, wenn du heute schon einkaufen gehst, für 100 Euro, mal salopp gesagt, was kriegst du noch dafür, ja? Und das ist ein anderes Thema, was diese ganze Inflation betrifft derzeit, die meiner Meinung nach noch in nächster Zeit höher wird. Aber davon abgesehen, nehmen wir an, du kaufst jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit, einen Kaffee, ein Stück Brot, ein Brötchen, keine Ahnung, da bist du auch schon bei 5, 6 Euro. Und es gibt da eine Grenze, ja, von 10 Euro und dann sagen die, gut, unter 10 Euro gibt es noch eine Schutzgebühr von 5 Euro. Das machst du einmal, das machst du zweimal, irgendwann holst du dir die Karte, ja, du zahlst nicht jeden Tag 5 Euro mehr. Also das ist eher meine Vermutung, also es wird auf jeden Fall Schritt für Schritt mehr oder weniger abgeschafft. Aber wir haben ja nicht vor, das Bargeld abzuschaffen, aber du kannst ja die 5 Euro Schutzgebühr bezahlen, weil wegen dir müssen wir extra jetzt nochmal zur Bank und Bargeld eintauschen, ja, beziehungsweise einzahlen. Das ist eher so meine Vermutung, aber ihr wisst, auf was ich hinausgehen möchte. Und es sollte sich auch, und das ist mein Ziel hier auf dem Kanal, selbst jeder Gedanken machen. Deswegen teilt auch dieses wichtige Video, dass immer mehr Menschen sich auch mal mit dem ganzen Thema Freiheit in Bezug auf Bargeld, ja, sich mit diesem Thema, mit diesem ganz wichtigen Thema beschäftigen. Aber wie gesagt, die geben Vollgas jetzt und im Oktober 2023 soll eine Entscheidung darüber getroffen werden. Naja, es bleibt spannend, ich bin gespannt. Die Frage ist nicht ob, meiner Meinung nach, sondern nur noch wann. Und von daher bleib wachsam. Und wie eben schon gesagt, die werden Schritt für Schritt das Ganze letztendlich immer weiter unattraktiv machen und irgendwann ist das Bargeld weg. Das ist meine Vermutung. Aber jetzt gibt's natürlich auch Länder, da wird's schon probiert und es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht, das jetzt direkt zu implementieren. Aber bin gespannt, wie sie das Ganze dann letztendlich verkaufen oder wie das Ganze dann letztendlich eingeführt wird. Aber ich gehe, wie gesagt, genau davon aus, unter dem Deckmantel Schwarzgeldbekämpfung, Terrorismus etc. pp. So wird es verkauft, aber es geht ganz klar, und so sagt sie es ja auch unverblümt, um die Überwachung. Ja. Und selbst im autoritären China nimmt die Bevölkerung den digitalen E-Yuan mit all seinen potenziellen Einschränkungen selbst in seiner Pilotphase einfach nicht an. Und viele Chinesen wollen die digitale Variante der Landeswährung nicht einmal geschenkt bekommen, heißt es in einem kürzlich erschienenen Bericht. Ja, aber genau an diesen internationalen Entwicklungen siehst du, dass sich die CBDCs ab einem bestimmten Punkt offenbar bei weitem nicht so einfach durchsetzen lassen. Das ist die relativ gute Nachricht, wie sich das Zentralbanken und Regierungen ausdenken. Ja, und auch in der Eurozone gibt es bereits im Vorfeld des digitalen Euros Widerstand, zum Glück muss ich sagen, zum Beispiel auch hier vom Deutschen Bankenverband. Und das ist gut, dass man auch kritisch damit umgeht und denen auch Paroli bietet und nicht immer nur alles abnickt. Ja, und es ist halt leider in Deutschland so, man muss wirklich aufpassen, was man sagt, auch hier auf dem Kanal. Ich könnte hier noch viel mehr zu dem Thema sagen, weil mich das Ganze bewegt. Das ist ein Thema, wo ich ja auch schon ein Video dazu gemacht habe, schon vor 2 oder 3 Jahren. Ich habe auch Mandanten schon vor 10 Jahren gesagt, das Bargeld soll abgeschafft werden. Ich wurde zum Teil ausgelacht. Aber wenn man das ganze System von oben betrachtet und insgesamt das ganze Geldsystem analysiert, ja, man kommt früher oder später dahinter und natürlich hat man auch hier gelernt aufgrund der letzten großen Finanzkrise, dass das System ja kurz vorm Ende steht und die Politik ist generell immer 10 Jahre weiter beziehungsweise macht sich halt weit über 10 Jahre schon vorher Gedanken, ja, und es geht genau in diese Richtung. Das ist sonnenklar und für jeden, der sich auch hiermit beschäftigt. Und deswegen war es mir heute nochmal wichtig, euch das Ganze nochmal näher zu bringen. Ich verlinke euch auch unten nochmal das Video. Und
Das Schlimme ist, ja, wie ich einleitend auch schon gesagt habe, ja, wenn man diesen Satz isoliert hört, ja, dann wird man denken, was ist das jetzt für ein Verschwörungstheoretiker? Ja, man wird nämlich abgestempelt als dieser. Und ihr solltet, wie gesagt, vorher handeln und nicht, wenn es zu spät ist. Gehe davon aus, dass, wie es auch klar oben, wie gesagt, von mir zitiert wurde, dann nicht mehr so einfach möglich sein wird, auf dieses ganze Thema zu reagieren. Aber wie immer im Leben, ihr müsst euch mit den Mechanismen des Fiat-Geldsystems beschäftigen und dann natürlich auch, und das ist das Wichtigste, eine Entscheidung treffen. Und trefft ihr keine Entscheidung, dann wird euch, wie ihr seht, auch immer wieder, auch in der Vergangenheit immer wieder schön zu sehen, die Entscheidung ganz einfach abgenommen. Nur dann gibt's halt eben keine Möglichkeit mehr. Und tretet gerne auch meinem Telegram-Kanal bei. Ich bin jetzt mittlerweile auch neu auf Spotify zu finden. Und darüber hinaus kann sich wirklich jeder Einzelne finanziell vorbereiten. Und zwar nicht nur auf die mögliche Einführung von digitalem Zentralbankgeld, sondern auch den diversen anderen Gefahren, zum Beispiel im Bankensektor, welche das Zeug haben, unser derzeitiges Finanzsystem wirklich zum Überlaufen zu bringen. Und von daher geht es hier wirklich auch um die Ersparnisse von vielen Menschen, die über Jahrhunderte, wollte ich schon sagen, aber über Jahrzehnte angespart haben und meinen vermutlich heute immer noch, das ist alles super sicher, weil es wird mehr garantiert in 2030 oder in 40. Und ihr müsst rausgehen aus Leistungsversprechen, aus den Zahlungsgesprächen, Versprechen auf Guthabenkonten, auf Festgeldkonten, Bausparverträge, Lebensversicherung. Ihr müsst einfach wechseln in echte solide Sachwerte. Und deswegen die Einschläge, und das werdet ihr sicherlich mitbekommen, wenn ihr euch mit diesem ganzen Thema beschäftigt, die kommen halt immer näher. Und ich habe in den letzten Monaten, wie gesagt, etliche Videos dazu gemacht, wie man sein Geld in ein breit aufgestelltes Portfolio aus wirklich soliden Sachwerten und diversen Anlageklasse anlegen kann. Und mein Angebot, schaut euch einfach diese Videos an. Ich habe euch hier auch eine Playlist erstellt. Das ist einfach Content, der ist fast zeitlos. Und schaut euch die Enteignungsparagraphen an, schaut euch den Paragraph 314 an, wenn ihr eine Lebensversicherung habt. Schaut euch die CAC-Klausel an, schaut euch das Video an über das Gesetz der Sanierung und Abwicklung von Banken, ja. Und das ist, wie gesagt, wirklich verblüffend. Du wirst definitiv erstaunt sein. Und wenn du auf der Suche bist und brauchst Unterstützung, ja, und hast aber die Entscheidung schon getroffen, dass du wirklich in echte Substanzwerte gehen möchtest, dann scheu dich nicht und führ mit uns einfach ein kurzes Kennenlerngespräch. Und wir schauen, ob und wie wir dir bei deiner Umsetzung, ja, behilflich sein können, ja. Die Links hierzu blende ich dir auch unten ein oder packe ich dir unten in die Videobeschreibung. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und ganz klar sichere Geldanlagen. Bleib positiv. Beste Grüße hier aus meinem Gewölbekeller in Eichenzell. Euer Daniel Sauer. Falls du meinen Kanal Daniel Sauer noch nicht abonniert haben solltest und bist an echter finanzieller Bildung interessiert, dann drück doch bitte hier unten die Glocke, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du garantiert kein neues Video.